Herzlich willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk nach dem 8. Sieg in Folge für den SSV Jahn. Sonntagabend das Topspiel in der dritten Liga gegen den SSV Ulm. Wir, der Michi und der Lukas, sind noch vor Ort im Jahnstadion unter Flutlicht direkt ja, nach Spielende. Lukas, geil. Ja, manchmal kann das Fazit so einfach sein, gell? Ja, so, das war's. Nein, wir arbeiten natürlich noch ein bisschen weiter auf. Ne? Ja, achter Sieg in Folge. Es ist ja allgemein bekannt, der Jahn schwebt auf einer Welle des Erfolgs. Ja, man kann gar nicht mehr dazu sagen. Es war auch heute ein verdienter Sieg, bin ich der festen Überzeugung. Gehen wir es vielleicht ein bisschen chronologisch durch. Du hast ja auch ein paar Notizen gemacht, aber klar, die erste Chance, muss man auch fairerweise sagen, gehörte den Ulmern und die war richtig gefährlich. Die war richtig, richtig gefährlich. Das war Cienza, die 22, die da von der linken Seite in den 16er reinzieht und dann Felix Gebhardt zu einer Glanzparade zwingt, ja, der den Ball gerade noch so um den Pfosten lenkt. Und ja, da war dann das erste Ausrufezeichen gesetzt. Da haben wir dann gewusst, okay, dein Aufsteiger, der den Tabellenplatz sicherlich auch so verdient hat. Erstens das und zweitens, also man stelle sich mal vor, dieser Ball schlägt ein, dann läuft das Spiel hier logischerweise ganz anders. Ja, so sind wir froh, dass diesmal nicht am Ende der Partie, sondern gleich direkt zu Beginn Felix Gebhardt uns mal wieder einen ganz großen rausgefischt hat. Ja, und dann, glaube ich, können wir eh schon weiterschauen und dann gibt es die ominöse 16. Minute, würde ich mal sagen. Und ja, da steht Benedikt Zahler nicht nur Gold richtig, sondern nimmt auch das Herz in die Hand und ja. Ballert das Ding aus 20 Metern rein. Also es war eine Neueckenvariante, die habe ich so noch nicht gesehen von unserem Jahren. Kurz ausgespielt, das war auf jeden Fall Domi Kota, der die Ecke ausführt. Ich weiß jetzt nicht, wer der Zwischenmann noch war. Auf jeden Fall war noch einer dazwischen, der dann den Ball auf Bene Zahler legt. Ja, und du hast gesagt, der nimmt sich das Herz in die Hand und ballert das Ding einfach mal rein. Ekstase im Jahnstadion Regensburg. Vor 8.800 Zuschauern heute. Das 1:0, was für mich so in Ordnung geht. Der Jahn hatte in diesem, ja, dann nachdem die ersten 5 Minuten klar an Ulm gingen, kam der Jahn besser ins Spiel und ja, die nächsten 10 Minuten gingen dann tatsächlich klar an uns. Somit würde ich jetzt nicht von einem unverdienten Führungstreffer sprechen. Nee, also das auf jeden Fall nicht. Die Regensburger prinzipiell haben da wirklich waren da griffig, also waren da auch die spielbestimmendere Mannschaft. Grundsätzlich auch in der ersten Halbzeit würde ich sagen, dass da die Überlegenheiten auf jeden Fall auf Regensburger Seite waren. Teilweise auch die Ulmer da gar nicht wirklich ins Spiel kommen haben lassen oder einfach schlichtweg gut gespielt haben. Ja. Und insofern auch komplett verdient dieses 1:0 dann auch in die Pause gebracht haben. Aber ich schaue noch auf deinen Zettel, da stehen nämlich noch zwei Zeiten, einmal die 29. und einmal die 33. Minute. Das war einmal die 29. Schöner Angriff vom Jahn und dann ist Rasim Bulic im 16er, nimmt da das Ding an, verzieht leider aufs kurze Eck, aber das war vom Ablauf her ein sehr schön herausgespielter Angriff über 3-4 Stationen nach vorne. Da hat man mal gesehen, was diese Mannschaft eigentlich diese Saison drauf hat. Leider ja nicht belohnt durch Rasim Bulic, der heute auch wieder meiner Meinung nach ein Riesenspiel gemacht hat, sich in jeden Zweikampf geschmissen hat. Ein Mann, der uns definitiv tut, gut da im Mittelfeld, der mit Andy Geipel perfekt harmoniert. Sind beides die Kämpfer, die du aber in dieser Liga brauchst. Genauso ist es, ja. Ja, die 29. Minute war dann, 39. war es, die 33. Minute war doch noch Kopfball von Ulm nach einem Freistoß, wo die Ulmer relativ frei tatsächlich, ich glaube 3-4 Ulmer waren es, die da durchlaufen. Aus unserer Perspektive war es abseits verdächtig. Fahne des Assistenten blieb aber unten. Somit ja, war es schon eine Chance, die man aufschreiben muss, denn wenn er den Ball besser nach unten drückt, dann kann das gefährlich werden für die Ulmer. Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir, das waren so die ersten 4 Hauptszenen in der ersten Halbzeit. Du hast gesagt, verdiente Führung eigentlich zur Halbzeit für unseren Jahn. Ja, genau so ist es. Mehr, glaube ich, kann man auch gar nicht dazu sagen. Vollkommen verdient. Vollkommen verdient. Genau. So, lass mal stehen. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Ja, da kamen die Ulmer besser rein.
das muss man ganz klar so sagen, Ulm in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft zu Beginn an, haben sich was vorgenommen, wollten hier unbedingt den Ausgleich erzielen, aber waren es nicht so die Top-Chancen in den ersten 20 Minuten da. Nee, also 45. bis 60. Minute geht ganz klar auf die Seiten der Ulmer, haben auch die Regensburger da teilweise wirklich eingeschnürt am 16er, aber nichtsdestotrotz, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich persönlich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da ein Tor fällt. Also die Regensburger haben da wirklich sind da sicher hinten gestanden, haben immer wieder auch die Ausbrüche dann versucht, eben, ich will jetzt nicht sagen Kontern im eigenen Stadion, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber die haben es einfach gut gemacht und ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt da eigentlich das Gefühl, dass da jetzt ein Gegentor daraus resultieren könnte. Nee. Ja, dann kam Sienz seine 64. der den Schuss knapp drüber setzt. Also ich glaube, da war dann sogar, da war Felix Gebhardt, das war nicht mehr dran, aber es war auf jeden Fall so dann die erste anzunehmende Chance für Ulm in der zweiten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, im Gegenzug, es kam nicht viel vom Jan. Also wir hatten, auf unserem Zettel steht kein einziger Abschluss oder keine einzige Torschuss auf Seiten des Jan in der zweiten Halbzeit bis zur 73. Minute, da war ein Kopfball von Christian Wied. Also man hat schon gemerkt, die Ulmer haben uns das Leben schwer gemacht in der zweiten Halbzeit. Ja, genauso ist es. Die Ulmer haben sich schwer gemacht, haben dann auch teilweise schon auch den Weg logischerweise nach vorne gefunden und da ihr Bestes gegeben. Aber ja, ich kann mich eigentlich bloß wiederholen. Letztendlich war dann entweder waren die Abschlüsse zu ungenau oder Gebhardt war da oder auch zahlreiche Regensburger Beine dann noch im Weg. Genau. Ja, so ist es. Und dann haben sich nachher natürlich Ulm hinten immer mehr aufgemacht, hat den Weg immer mehr nach vorne gesucht. Die Räume, defensive Räume, unsere offensiven Räume wurden immer größer. Dann die erste große Chance in diesem Zeitraum war dann Oskar Schönfelder, der da zum Alleingang ansetzt. Rechts und links wären noch zwei mitgelaufen, aber das war einfach, da war Oskar zu schnell. Und zu schnell für die Gegner, zu schnell für die Mitspieler. Ich hatte erst kurzzeitig gefühlt zu schnell für sich selbst. Aber dann, setzte den Schuss einfach drüber. Aber das war so das erste Ding, wo man gesehen hat, hey, da ist definitiv die Möglichkeit da, dass du da noch einen zweiten Wirkungstreffer setzt. Ja, die Chancen haben sich gemehrt, unter anderem auch in der 86. Kopfball von Erik Hottmann nach Flanke von Heinen, der knapp über der aufs Tordach landet. Und irgendwie, ich hatte da schon das Gefühl, hey, das Ding holen wir uns jetzt irgendwie. Von Ulm, die haben es probiert. Aber die Nadelstiche am Ende haben dann doch wir gesetzt. Ja, und dann wahrscheinlich den effektivsten Nadelstich mit dem 2:0 in der 89. Minute. Vielleicht magst du das einfach nochmal aus deiner Sicht schildern. War super herausgespielt. Brauner. War super herausgespielt, aber natürlich dankbar nach einem Wahnsinnsfehlpass der Ulmer Viererkette, der Ulmer Hintermannschaft. Und dann ist es Schönfelder, der uneigennützig ablegt auf Erik Hottmann, der sich mit einem couragierten, der sich ja belohnt nach einem couragierten Auftritt heute und den Deckel auf diese Partie macht. Und dann steht am Ende im Drittliga-Topspiel zwischen dem SSV und dem SSV ein, am Ende haben wir gesagt, verdienter 2:0 Erfolg für den SSV aus Regensburg. Genau so ist es. Wir kommen aus dem Grinsen eigentlich nicht heraus, auch wenn man, klar, jetzt ist das Stadion schon ein bisschen oder sehr, sehr, sehr näher, aber auch so, wenn man so in die Gesichter gesehen hat, die Leute, als die hier die Heimreise angetreten haben. Ist einfach schön. 8 Siege, wie gesagt, wann gab es das schon mal für die Jahn-Elf? Ich weiß es nicht. Und jetzt, wie wir schon am Ende unserer Übertragung gesagt haben, jetzt nehmen wir dieses super positive Gefühl mit. Jetzt kommt die Länderspielpause und dann gibt's dieses Top-Duell in Dresden. Und wenn wir so spielen und mit dieser Verfassung, ist da alles auch möglich. Definitiv. Ich kann immer wieder sagen, Jungs, Mädels, packt eure Freunde, eure Freundinnen, setzt euch ins Auto oder in die Busse und tretet die Reise an. Es ist ein Sonntag, 16.30 Uhr, ja, aber es ist Dresden nicht die allerweiteste Auswärtsfahrt. Das ist möglich. Die Mannschaft braucht die Unterstützung. Das wird ein hammerhartes Spiel da oben. Für mich
wenn man die Spiele von Dresden so sieht, eigentlich die beste Mannschaft in dieser Liga. Ich schlage Viktoria Köln nicht einfach so 5-1. Jetzt am Freitag war das ja so. Also von dem her, die Mannschaft braucht die Unterstützung. Es ist nicht die weiteste Auswärtsreise und es ist, nochmal erwähnt, das absolute Topspiel in dieser Liga. Erster gegen Zweiter. Aktuell punktgleich, Dresden das bessere Torverhältnis, aber ein Spiel weniger. Und ja, da gibt es nur Gens, das musst du miterleben, dieses Spiel. In dem Sinne, glaube ich, wenn wir so auf unsere Zettel und Notizen und Statistiken blicken, haben wir eigentlich alles gesagt. In aller Kürze nochmal, der Jan gewinnt 2-0 im Topspiel im Donau-Derby gegen die Spatzen aus Ulm. Verwintert, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, aber es ist ja nur die Verländerspielpaust auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja, und dann würde ich sagen, 1889 FM, wenn wir uns dazwischen nicht mehr hören sollten, dann auf jeden Fall im Aftermatch-Talk nach Dresden. Und damit noch einen, jetzt ist Sonntagabend, deswegen schönen Abend, schöne Woche und wir hören uns und sehen uns bei 1889 FM.